Moin zusammen, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zur Kinderpressekonferenz. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr eine Frage habt, und dann nehmen wir euch einzeln dran. Ja, nur ganz hinten. Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Ich freue mich auf jedes Spiel, auf jedes Auswärtsspiel, auf jedes Heimspiel, gerade natürlich auf die Heimspiele am meisten, aber jetzt auf den Gegner. Ich glaube, dass gerade auch dieses Jahr sehr viele coole Namen in der zweiten Liga spielen. Und ich glaube, dass man sich natürlich aufs Derby mit am meisten freut. Ja. Leo? Erinnerst du dich noch daran, dass ich dich bei der Stadionführung im Oktober gefragt habe, ob du dich auf dein Baby freust? Wie ist es jetzt mit Baby? Erinnern tue ich mich tatsächlich nicht mehr dran, aber es ist eine neue Erfahrung, eine neue Herausforderung. Es macht sehr, sehr viel Spaß, auch wenn es mal kürzere Nächte sind, aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall eine Bereicherung. Ja, in der Mitte. Wer war euer Lieblingsverein als Kind? Bei mir war es der FC Bayern München. Ich bin in Köln groß geworden, deswegen war es für mich immer der FC und international Arsenal London. Ibrahim, ganz vorne. Habt ihr Spaß, Fußball zu spielen? Ja, auf jeden Fall. Also ich mache das seitdem ich laufen kann. Gefühlt laufe ich gegen den Ball, deswegen für mich macht es immer noch und wird auch noch sehr, sehr viel Spaß machen. Ja, bei mir macht es auch sehr viel Spaß. Ganz hinten mit der Käppi. Wie entspannt ihr euch nach am Spiel am liebsten? Wie wir uns entspannen? Ja. Bei mir ist es so, dass ich mich gerne auf meine Couch lege, einen Film gucke oder ein bisschen schlafe. So entspanne ich mich eigentlich am besten oder am meisten, ja. Und bei mir ist es auch ähnlich, nur dass bei mir auf jeden Fall sonntags Formel 1 läuft. Ja, hier vorne. Was ist eure Lieblingstrainingsübung? Lieblingstrainingsübung? Bei mir ist es Turnier, also wenn wir 4 gegen 4 spielen. Das machen wir leider nicht so oft, aber es macht am meisten Spaß. Für mich genauso. Dann daneben. Was ist euer Lieblingsfilm? Gibt viele gute Filme. Bei mir wäre es Transformers, ja. Fällt mir jetzt gerade auch die Schnelle nicht ein. Ich kann dir meine Lieblingsserie nennen. Okay. Game of Thrones. Dann einmal hier. Habt ihr eine feste Frisur? Eine feste Frisur? Ja. Also die ich immer gleich mache? Ja. Ja. Bei mir nicht so. Ich ändere gerne meine Frisur. Ihr habt ja dreimal hintereinander 0-0 gespielt. Wann könnt ihr endlich mal das eins schaffen? Ich hoffe am Freitag, dass wir da das Spiel als Gewinner verlassen werden und mit 3 Punkten wieder nach Hause kommen. Ja. Dann ganz hinten links. Was ist euer Lieblingsspieltermin? Bei mir wäre es, glaube ich, Samstagabend. Mir genauso. Also Abendspiele sind immer was Besonderes. Flutlicht, dann gerade hier am Millerntor mit der Kulisse macht es schon mit am meisten Spaß. Ja. Da nochmal Leo. Also wie schon gesagt wurde, bei den letzten Spielen wollte der Ball ja nicht so recht über die Linie. Wie habt ihr vor, das besser zu machen? Den Ball über die Linie kriegen. Nein, also es ist ja, wir haben uns gerade jetzt auch gegen Magdeburg sehr viele gute Chancen erarbeitet. Da hat ein bisschen die Konzentration und die vielleicht das gewisse Glück auch am Ende ein bisschen gefehlt. Und das haben wir uns jetzt versucht, über die kurze Woche zu arbeiten. Und wir sind zuversichtlich, dass wir das am Freitag auch hinkriegen. Dann Ibrahim hier vorne.
Schaust du dir immer St. Pauli-Videos an? Ob ich mir St. Pauli-Videos anschaue? Ja, wenn sie mir angezeigt werden, dann schaue ich die auch gerne mal an, ja. Wer war in eurer Kindheit euer Vorbild? Bei mir war es Ribéry, ja. Bei mir Thiago. Daneben direkt? Warte, ganz kurz. Okay, dann hier vorne in der Mitte. Wie war es, als du, Hartl, deinen ersten Elfmeter reingemacht hast? Es war ein sehr schönes Gefühl, gerade auch, weil es 1-1 stand. Das war mein erster Elfmeter in meiner Profikarriere. Deswegen auch schon was Besonderes, damit dann auch das Spiel 2-1 gewonnen zu haben. Das war schon eine Erleichterung, als der Ball auf jeden Fall drin war. Dann jetzt hinten. Was ist eure Traumposition? Also könntet ihr überall spielen? Für was würdet ihr euch entscheiden? Also ich würde auf jeden Fall auf meiner Position bleiben, links außen. Da fühle ich mich am wohlsten. Ich würde auch meine Position so behalten, wie ich sie jetzt habe. Sehr variabel, mal auf 8, mal auf 10. So. Hinten in der Mitte. Ja. Darf ich auch zwei Fragen fragen? Ja. Erstmal an Hartl wieder. Warum hast du deine Rückennummer zu der Nummer 10 geändert? Weil ich meine ganze Jugend über diese Nummer hatte. Es ist für mich einfach meine Lieblingsnummer auf dem Trikot. Und als Buchti den Verein verlassen hat, habe ich ihn gefragt, ob es für ihn in Ordnung wäre, wenn ich seine Rückennummer übernehmen würde. Und er war damit einverstanden. Deswegen war es für mich klar, dass ich dann mit der 10 auflaufen werde, weil es einfach meine Lieblingsnummer ist. Und Saad, wie hat es sich angefühlt, den Torwart fast ins Tor zu schießen mit dem Ball beim Magdeburg-Spiel? Bei welcher Aktion meinst du? Ich weiß jetzt nicht wo, aber wenn der Ball nicht drin ist, ist es natürlich kein gutes Gefühl. Man will ein Tor schießen und nicht den Torwart anschießen, da muss ich vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht weniger Kraft nehmen, mehr in die Ecke schießen. Dann daneben direkt. Habt ihr schon mal ein Eigentor gemacht bei St. Pauli? Nein. Du? Nein. Dann Leon denn? Wart ihr gut in der Schule? Also ich war ganz okay. Aber es ist auf jeden Fall kein Vorbild sein. Man muss gut in der Schule sein, das ist wichtig. Genauso sehe ich das auch. Hinten links. Mit wem trifft ihr euch nach dem Spiel oder mit wem trifft ihr euch am liebsten? Aus der Mannschaft? Ja. Ja, also man trifft sich eigentlich mit jedem gerne. Aber nach dem Spiel treffen wir uns ja eh meistens wieder an der Kollerstraße, um da Regeneration zu machen. Das heißt, da verbringen wir eh schon Zeit miteinander und ich glaube, danach ist auch jeder ein bisschen froh, nach Hause zu kommen und dort abzuschalten. Dann hier vorne. Wie sieht es aus, wer die meisten Tore in der Saison macht? Du darfst es jetzt. Also weiß ich nicht. Müssen wir gucken am Ende der Saison. Ist eigentlich relativ egal, wer die meisten Tore schießt. Für mich auf jeden Fall. Hauptsache, wir machen die Tore und gewinnen die Spiele, ja. Genau. Was war euer erstes Gefühl, als ihr ins Millantor-Stadion eingelaufen seid? Also bei mir war es einfach pure Gänsehaut, das alles wahrzunehmen und die ganzen Fans, die ganzen Choreos. Das war auf jeden Fall sehr besonders für mich und für meine Familie und war ein sehr schönes Gefühl. Dann hier vorne in der Mitte wieder. Was hat euch Kraft gegeben, Fußballer zu werden? Was hat euch motiviert? Ich glaube, der Traum, das zu erreichen, die Unterstützung von der Familie,
Ich glaube, die war sehr, sehr wichtig und sehr, sehr entscheidend. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist auch niemals den Spaß zu verlieren in dem, was man macht, also im Fußballspielen, sondern ich glaube, das Wichtigste ist einfach, egal wo du spielst, in welcher Liga du spielst oder in welchem Verein du spielst, ich glaube, das Wichtigste im Fußball ist einfach, die Freude am Spielen niemals zu verlieren. Ja, also bei mir war es ähnlich. Spaß war wichtig und ich wollte unbedingt mal vor so vielen Menschen spielen in so einem Stadion und natürlich meine Eltern stolz machen und das hat mir auf jeden Fall viel Kraft gegeben. Zweite Reihe. Bedeutet ihr euch eure Rückennummer viel? Bei mir schon, das ist meine erste Profinummer und das ist sehr besonders für mich. Anfangs war ich nicht so zufrieden mit der Nummer, aber jetzt mag ich die auf jeden Fall. Ja, für mich auch. Also seitdem ich dann die Nummer gewechselt habe und wie ich schon gesagt habe, es ist meine Lieblingsnummer auf dem Trikot. Deswegen bin ich schon sehr froh darüber. Dann ganz hinten rechts. An welches Spiel erinnert ihr euch immer gerne zurück? Bei mir ist es letzte Saison Heimspiel gegen den HSV. Wo wir gewonnen haben, wo ich auch ein Tor gemacht habe. Ich glaube, das ist so das Spiel, wo ich mich am liebsten zurückerinnere. Bei mir sind es ein paar. Mein Debüt gegen Braunschweig hier zu Hause. Dann mein erstes Heimspiel von Anfang an gegen Bielefeld. Oder mein erstes Derby gegen HSV, wo ich mein erstes Tor geschossen habe. Das waren auf jeden Fall ein paar schöne Momente. Dann zweite Reihe in der Mitte. Stimmt das, dass du früher bei BU warst? Ja, das stimmt. Wo warst du? Bei Barmbek-Ohlenhorst. Also. Direkt daneben. Was bedeuten eure Jubels? Boah. Also ich habe keinen. Bei mir bedeutet das nichts. Das ist eigentlich immer sehr kreativ. Es ist eigentlich immer kreativ und wird vorher einfach spontan entschieden dann. Hier vorne nochmal. Wird ja oft in der Bahn zu Autogrammen gefragt? Also ich nicht so oft. Es geht ab und zu mal. Direkt daneben. Wer ist dein Lieblingsspieler bei St. Pauli? Wenn mein Lieblingsspieler bei St. Pauli ist, Elias. Bei mir ist es auch Cello. Dann Leo nochmal in der Mitte. An dich, Elias, du kamst ja von Eintracht Norderstedt. Was war die größte Veränderung für dich von der Regionalliga Nord zur Profiliga? Das Training, also jeden Tag Training zu haben, die Intensität im Training. Da waren die ersten Wochen auf jeden Fall mein Körper am Ende. Und ja, sonst die Qualität natürlich. Also jeder Spieler hat brutale Qualität und das war vorher nicht so bei mir. Ja. Dann Ines daneben. Was kennt ihr nach dem Spiel? Nach dem Spiel? Je nachdem, wie das Spiel verlaufen ist. Wenn wir gewonnen haben, ist es ein Glücksgefühl, wo man den Tag gerne weiter dann zu Ende klingen lässt. Wenn es jetzt nicht so positiv gelaufen ist, ist natürlich dann, geht man mit gemischten Gefühlen nach Hause und denkt viel über das Spiel nach, was hätte man eventuell besser machen können, um das Spiel am Ende besser bestreiten zu können. Dann ganz hinten rechts, links. Welchen Beruf würdet ihr nehmen, wenn ihr kein Profi geworden wärt? Also ich wäre gerne Lehrer oder Polizist. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Hier vorne. Habt ihr einen Lieblingsfangesang, wenn ihr am Millerntor spielt? Hast du? Also ich mag das nur nach dem Spiel, wenn die Fans Sampoli schreien. Aber sonst... Ich kann es jetzt nicht genau nachmachen, aber das ist Super Hamburg St. Pauli. Ole, ole, ole. Genau das. Super Hamburg. Ja. Genau das. Habt ihr Haustiere? Nee. Ich habe zwei kleine Chihuahuas. Dann ganz vorne in der Mitte. Dann direkt.
Wenn ihr euch einen Verein aussuchen dürftet, zu welchem ihr wechseln könntet, zu welchem wär's? Also von egal welchen, von Chelsea bis alles. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich international schon, seit ich klein bin, Arsenal-London-Fan bin. Deswegen würde ich jetzt Arsenal sagen. Bei mir wär's FC Bayern München. Ganz hinten in der Mitte. Saad, wirst du in der Landesspielpause für die Nationalmannschaft von Tunesien spielen? Und was würde es dir bedeuten, nominiert zu werden? Also ich wurde nominiert für die Länderspielpause und ich hoffe, ich werde spielen. Und das wird auf jeden Fall für mich, für meine Eltern, für meine ganze Familie sehr viel bedeuten. Und ich freue mich auf jeden Fall, da bald hinzufliegen. Ganz rechts. Was macht ihr in eurer Freizeit? Ja, nicht viel. je nachdem, wie das Training war, wenn es anstrengend war, eigentlich viel zu Hause sein, regenerieren, um dann für den nächsten Tag sich vorzubereiten, natürlich dann auch mit meiner Kleinen viel Zeit zu verbringen. Also ich bin eigentlich sehr, sehr viel zu Hause oder in verschiedenen Cafés unterwegs. Dann ganz vorne. Rechts nochmal. Ihr seid ja FC Bayern München und also in London. Warum seid ihr dann nach St. Pauli gegangen und nicht nach London oder nicht nach Bayern? Erstmal spiele ich sehr, sehr gerne hier. Es ist ein fantastischer, fantastischer Verein. Es macht mir immer viel Spaß, hier aufzulaufen. Und Arsenal ist halt ein paar Regale höher und in England, also es ist nicht so einfach zu sagen, ich wechsle jetzt nach Arsenal. Ja, bei mir ist es, ich komme aus Hamburg, Pauli ist ein besonderer Verein für mich und es wäre natürlich ein Traum, bei Bayern München irgendwann mal zu spielen, aber ich bin natürlich froh, hier zu sein und will weiter Gas geben. Drei. Wie viele Tore würdet ihr schießen gegen Magdeburg? Wie viele Tore wir schießen würden? Fünf. Leider haben wir keins geschossen. Aber ich glaube, ja, wir hatten gute Chancen gehabt. Also ich glaube, da hätte es auch gut 3-1 ausgehen können für uns. Nochmal. Ja. Welches Ziel wollt ihr in eurer Karriere noch erreichen? Also bei mir ist es, ein Länderspiel zu haben oder mein erstes Länderspiel zu haben. Mit Pauli eventuell aufzusteigen, das wäre auch ein großes Ziel für mich. Ob das jetzt die Saison ist oder nächstes oder in ein paar Jahren. Ja. Ja, bei mir ist es ähnlich. Auf jeden Fall ist der Traum da, nochmal Bundesliga zu spielen. Was ist euer Lieblingstier? Tier? Hund. Katze. Dann Leo nochmal. Nochmal an dich, Elias. Wie ist das Gefühl, in der zweiten Fußball-Bundesliga zu spielen mit den größeren Stadien und dadurch natürlich auch mit mehr Fans? Ja, es ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, aber eigentlich nimmt man das nicht so wahr, finde ich, wenn man so im Spiel ist. Erst so nach dem Spiel muss ich dann kurz einmal nachdenken, was gerade überhaupt passiert und wo war ich und wo habe ich gespielt. Aber es ist natürlich ein besonderes Gefühl vor so vielen Menschen, die das Spiel anschauen, die dich anschauen, wie du spielst. Und das gibt natürlich immer wieder ein bisschen mehr Kraft. Ich habe wieder zwei Sachen. Wer spielt immer in der Kabine die Musik? Das bin ich. Und ich wollte mich bedanken, weil ich hatte letzte Woche Geburtstag, für die Grußkarte, die ich bekommen habe, mit den Unterschriften von euch. Gerne. Alles Gute nachträglich. Alles Gute nachträglich. Dann hier vorne, Ibrahim. Warst du bei Kind, warst du alter Pauli-Fan? Als ich ein Kind war? Ja. Nee, ich bin in einer anderen Stadt groß geworden. Ich bin in Köln groß geworden, ich bin da geboren. Und da ist es, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie hier. Da gibt es am Ende, nicht so ähnlich wie hier, hier hast du zwei große Vereine. In Köln hast du nur einen großen Verein, das ist der FC. Deswegen wird man da schnell Fan von, wenn die Familie auch Fan von dem Verein ist.
Dann zweite Reihe. Hilft es euch manchmal bekannt zu sein? Also ich glaube, so bekannt bin ich auf jeden Fall noch nicht, dass es mich nervt. Ist immer ein schönes Gefühl, wenn Leute nach einem Bild oder Autogramm fragen. Also mich stört das nicht. Mich stört es auch nicht. Also so oft kommt es nicht vor, wenn ich in der Stadt rumlaufe, dass da jetzt jede Menge Leute kommen. Wenn da ab und zu mal jemand kommt, freut man sich natürlich, dem anderen eine Freude zu machen mit einem Foto oder mit einem Autogramm. Deswegen ist es nicht nervig. Ganz links nochmal. Wisst ihr noch, in welcher Situation ihr von St. Pauli angerufen wurdet und gefragt, ob ihr wechseln wollt? Ich kann auch. Mach du. bei mir war es, ich war im Trainingslager mit Arminia Bielefeld damals noch. Da hat mein Berater mich angerufen, da habe ich mit ihm gesprochen, dass St. Pauli Interesse an mir hat und mich gerne hierher holen würde. Dann hatte ich ein paar Tage später das Gespräch mit Schulle und Borne gehabt. Das Gespräch ist super verlaufen, dass ich und mein Berater uns dazu entschlossen haben, auf Bielefeld zuzugehen, dass wir gerne den Verein wechseln wollen. Ja, bei mir war es nicht so schnell. Bei mir hat es ein paar Monate gedauert und hatte ich hier auch im Stadion das Gespräch mit Schulle und Bornemann. Und war natürlich ein sehr schönes Gefühl, aber danach hat es immer noch ein paar Monate gedauert und ich habe immer noch gewartet und natürlich habe ich mich gefreut, dass es dann geklappt hat. Ja. Spielt ihr ein Musikinstrument? Nein. Nein. Dann ganz hinten einmal. Elias Saad, wo hast du nochmal als Jugendlicher gespielt? Ah, okay. In der Jugend habe ich bei Niendorf gespielt und dann bei den Herren bei BU. Dann nochmal in der Mitte. Wer findet ihr ist der beste Spieler aller Zeiten? Aller Zeiten? Messi. Ronaldo. Dann Leo davor nochmal. An dich, Marcel. Du hast ja schon Erfahrung mit dem Aussteigen. Mit Union Berlin und Arminia Bielefeld hat es ja schon geklappt. Was fehlt dem FC St. Pauli noch zum Ausstieg? Am Ende nichts. Ich glaube, wir haben ja alle Gegebenheiten erfüllen wir. Wir haben eine super Mannschaft, wir haben großartige Fans, wir haben eine großartige Stadt, die hinter uns steht. Der Verein steht hinter uns. Also was das angeht, haben wir alles vorhanden, sage ich mal, aber es ist nicht so einfach zu sagen, wir steigen jetzt einfach mal auf. Ich glaube, da sprechen noch 17 andere Vereine in Wörtchen mit und die jede Woche alles auf den Platz geben, um die Spiele zu gewinnen. Ich glaube, deswegen ist es einfach immer gut bei sich zu bleiben, in der Mannschaft zu bleiben und von Spiel zu schauen, um die Spiele am Ende am Wochenende gut zu bestreiten. Dann in der zweiten Reihe in der Mitte nochmal. Welches Tier würdet ihr als Maskottchen nehmen? Ich würde den Geißbock nehmen. Was würdest du nehmen? Geißbock ist das Maskottchen vom FC. Achso, ich würde einen Bär nehmen, weil er, glaube ich, auch braun ist und dann passt es vielleicht. Direkt. Wenn ich mit jemandem zusammen spielen dürfte, wer wäre es? Bei mir wäre es Ribéry. Ich kann bestimmt sehr viel von ihm lernen. Bei mir wäre es Thiago. Ich glaube auch, wie Elias sagt, ich könnte, glaube ich, jede Menge von ihm abschauen. Hinten rechts. Habt ihr ein Vorbild? Ja. Elias, seiner ist Ribéry und meiner ist Thiago. Direkt davor. Was ist euer Lieblingsessen und was esst ihr vor dem Spiel? Also mein Lieblingsessen ist Spaghetti Bolognese und das esse ich auch vor jedem Spiel und auch am Spieltag. Also ich esse auch Nudeln vor dem Spieltag, aber ich glaube mein Lieblingsessen ist ein Chicken Burger, was ich nicht so oft esse. Dann ganz hinten links. Was wollt ihr nach eurer Fußballkarriere machen? Ich würde gerne reisen, weil ich glaube, das kommt jetzt ein bisschen zu kurz, weil die Zeit fehlt und dann würde ich das nachholen. Ich habe noch nicht so viel
Gedanken darüber gemacht, was ich nach der Karriere machen würde. Dann Leon Lenn. Was haltet ihr eigentlich von einem Frauenmannschaftsspiel? Pauli gegen HSV von der Frauenmannschaft. Wenn die das spielen. Das ist cool. Also ich war ja auch bei der ersten Runde im DFB-Pokal. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht, haben es auch verdient gewonnen. Und ich hoffe natürlich auch, dass sie jetzt im Derby, im Pokal auch noch die nächste Runde erreichen. Ja. Dann vielen Dank für eure ganzen Fragen. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht.